Und damit guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Part des, ja, Let's Plays. Der letzte Part, ja, der war leider, ich musste ihn beenden, es tut mir wirklich jetzt leid, aber die 4K-Videos wären einfach schlichtweg zu groß, ich kann leider nichts machen. Es tut mir auch leid. Ganz nett, dass hier so viel Loot am Rand. Gibt's hier noch was? Oh, oh, ey. Ja, Ellie, die macht sich jetzt einen Schilling da in der Kabine. Läuft bei Ellie, würde ich mal so sagen. Komm schon, renn in der Hölle. Mein Witz, stirb in der Hölle. Ha, das war grad dumm. Aber auch Geräusche, meine Güte. Ellie, komm mal klar. Ist schön, dass wir auch wieder so gut wie keine Munition haben. Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ellie? 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 Wir können unsere Blessuren später vergleichen. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, Ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu Ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. Nice. Kapitel 13 und naja,
Unser Bohrer ist jetzt noch auf dem Scheiße. Ist aber nicht so schlimm. Denn wir haben jetzt eben ein neues Kapitel angefangen und ich sag's nur mal so. Allzu lang wird das Ganze hier nicht mehr dauern, das Spiel. Traurig, aber ist so. Isaac, hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist er kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich. Wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt deinen Systemcheck. Na, schon mal nett, dass hier zumindest irgendjemand ist. Hoffentlich, die uns nicht umbringen wollen. Hey, da ist eine Tür. Ach, da sollen wir auch durch. Ist mir aber relativ egal, denn ich will erstmal Loot haben. Ja, nice. Da haben wir auch schon mal wieder ein bisschen was an Bewaffnung dazu bekommen. Dann würde ich da auch sagen, gehen wir dann mal dahin. Hauptantrieb ein. Ich glaube, ich habe das Schiff gefunden. Zusatzsysteme fahren hoch. Isaac, was machen Sie da? Junge, erlassen. Wow. Hey Isaac, was soll das? Isaac? Was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf! Notstartprozess eingeleitet. Nein! Nein! Nein, warten Sie es nicht, dieses Schiff zu starten! Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey! Sie werden gerettet! Bastard! Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann ich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac, berühre mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz. Ich kann nicht. Und weg ist sie. So geht's natürlich auch. Isaac, der olle Mechaniker. Tja. Bisschen Held ist er schon, ne? Ich weiß nicht, welche Vorsehungen wagt, aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute. Die jeden Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Alles leere Drohungen, das schaffen wir schon irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Hahaha. Leute, ich habe Bock auf einen Ripper, also werde ich mir jetzt einfach mal Ripper-Munition kaufen. Jetzt aber erstmal hier ordentlich wieder was nachstocken bei jeder Waffe, sage ich jetzt mal. Ah, doch, das passt. Energieknoten ist jetzt nicht so wichtig, beziehungsweise wäre zwar nett, aber ne. Ist eh zu teuer. Ist auch ganz lustig, wir könnten übrigens jederzeit die Anzüge wechseln, aber. Naja, den wir jetzt gerade haben, der ist der beste, von daher macht das gar keinen Sinn. Aber wir haben wieder den guten alten Ripper, das heißt, wir können jetzt wieder einfach mal so richtig in die Gegner reinmetzeln und das, denke ich, ist doch eine ganz nette Sache. Ich spiele dieses Spiel übrigens schon so roundabout 6 Stunden lang, also interessant, das Let's Play ist dementsprechend natürlich auch so lang, beziehungsweise es ist ein bisschen kürzer, denn es gab natürlich einige Stellen, die habe ich rausgeschnitten, weil ich mich entweder zu dumm angestellt habe oder weil ich eben gestorben bin.
Aber das Spiel ist nicht so lang. Das wusste ich zwar schon vorher, aber es ist nett, ist jetzt einfach mal wieder ein bisschen in Erinnerung zu rufen. Was ich aber auch nicht so schlimm finde, wenn man mich fragt. Denn es hat dafür nicht so viele Füllpassagen, sage ich jetzt mal. Also Passagen, die einfach scheiße sind, einfach nur da sind, damit das Spiel ein bisschen länger ist. Das haben ja manche Spiele. Sehr nice. Das war, wenn ich es so sagen darf, effektiv. Ja, das deswegen wollte ich den Ripper mal wieder haben. Das tut einfach mal gut, aber diese scheiß Gegner, ne? Einfach reinzugehen und abzumetzeln. Das hört sich jetzt schon wieder so Psycho an, ne? Aber gut. Wir sind ganz gut. Mann der Lage geworden, Herr der Lage, nee, Quatsch, Herr der Lage geworden, so heißt es korrekt. Ist doch ganz okay, oder? Ich kann mich nicht beschweren. Hab wieder schön mit dem Ripper, herrlich, aber herrlich. Aber wo müssen wir denn lang? Kein Wegpunkt. Was zum Henker? Verdammt. Kein Wegpunkt, aber ich habe eine Lösung. Ist auch ganz nett, dass das Spiel darauf reagiert, dass ich einen Wegpunkt suche und es eben keinen gibt. Das ist cool. Gut, wir könnten uns jetzt noch mit dem Monster ein bisschen rumkloppen. Aber ich glaube, das sind auch so Infinite Spawner. Also sprich, die Tür geht jetzt ja zu. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt einfach nicht mehr zurück. Das heißt, ich glaube schon, dass die Monster unendlich spawnen. Der Regierungssektor sieht übrigens verdammt nice aus. Nicht. Feuer eröffnet, Feuer frei! Sie sind umzingelt. Lassen Sie Ihr Werkzeug fallen und nehmen Sie die Hände hoch. Oh shit, also wir haben es jetzt auch mit menschlichen Gegnern zu tun. Interessant. Ich hoffe, die suchen uns jetzt nicht. Tja, schon schade, wenn jemand, den man sucht, genau vor einem ist. Ich weiß jetzt nicht, warum dieses Teil hier liegt, aber ich werde es mal mitnehmen, denn... Ja, warum sollte es sonst da liegen? Es könnte sein, dass jetzt ein Monster um die Ecke kommt oder ähnliches. Ah. Ist aber nicht so. Ja gut, das verwirrt mich jetzt. Ist aber auch nicht weiter schlimm, denn ich werde jetzt erstmal den Part beenden. Die Leute suchen wahrscheinlich immer noch nach uns. Ja, tun sie. Und ja, ich habe jetzt hier meinen schönen Speicherpunkt. Nice. Gut. Ich überende den Part jetzt erstmal. Wie gesagt, wow, das Spiel, das neigt sich langsam dem Ende zu. Und dementsprechend würde ich auch sagen, vielen herzlichen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein.